Vor einer atemberaubenden Kulisse ging es am Gudiberg um die Entscheidung in der Herrenkombination. Während Julia Mancuso und die Schwester des nicht antretenden Favoriten Ivica Kostelic sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten, mussten sich die deutschen Herren mit der Rolle der Vorläufer begnügen. Tausende angereiste Fans aus Österreich mussten ansehen, wie ihr Star Benny Reich knapp das Podium und damit eine Medaille verpasste. Ja, ich meine, es ist heute um die Kombi gegangen. In der Abfahrt habe ich durch sehr viel Zeit verloren. Zu viel. Die Enttäuschung ist einfach da und das über dem vierten Platz. Auch bei den Schweizern wollte der Knoten wieder nicht so richtig platzen. Ihr Favorit Silvan Zurbriggen fädelte nach einer guten Abfahrt im Slalom leider ein. Die Enttäuschung ist riesig und ich bin eingefädelt. Schon lange nicht mehr, aber leider heute. Und der Sport ist teilweise auch sehr brutal und heute ist sicher so ein Moment. Grund zum Feiern hatten mal wieder die Italiener. Bei Bronze für Peter Fill und Silber für Christoph Innerhofer wollte es sich auch FIS-Renndirektor Günter Hujara nicht entgehen lassen zu gratulieren. Sorry, ist leider noch nicht. Danke für alles. Gold holte sich mit einer überragenden Leistung Axel Lund Swindal aus Norwegen, dem seine Freundin Julia Mancuso zuerst gratulierte.